Mitten in der Live-Schalte schlägt der Polizist zu, trifft den Kameramann, der die Proteste in Washington filmt. Auch dieser Mann auf dem Boden ist kein Verbrecher, sondern ein Journalist, genauso wie dieser CNN-Reporter. Er und sein Team werden live ohne ersichtlichen Grund verhaftet. Trauriger Höhepunkt, die Fotografin Linda Tirado verliert ihr linkes Auge durch ein Gummigeschoss der Polizei. Es sind keine gesammelten Aufzeichnungen der letzten Jahre, sondern alles Bilder, die weniger als eine Woche zurückliegen. Orte ohne Grenzen hat in den vergangenen Tagen in der Tat mindestens 68 Übergriffe gegen Journalistinnen und Journalisten gezählt. Die Übergriffe gingen sowohl von der Polizei als auch von Protestierenden aus. Viele sehen eine Mitschuld beim US-Präsidenten Donald Trump. Seit Jahren schüre er Hass gegen die Medien. Bereits 2017 twitterte er: Die Fake News-Medien sind nicht mein Feind, sie sind der Feind des amerikanischen Volkes. Auch jetzt sieht Trump die Schuld nicht bei sich, sondern schiebt den Medien eine Mitverantwortung bei den Protesten zu. Die Lamestream-Medien tun alles in ihrer Macht Stehende, um Hass und Anarchie zu schüren. Solange jeder versteht, was sie tun, dass sie Fake News und wirklich schlechte Menschen mit einer kranken Agenda sind, können wir uns leicht durch sie durcharbeiten zu Großartigkeit. Worte, die bei einigen möglicherweise falsch ankommen. Eine traurige Entwicklung, gerade in einer Zeit, in der unabhängige Informationen besonders wertvoll sind.